Also müssen wir jetzt wahrscheinlich hier hinten rumgehen. Einmal das Regal hier zur Seite schieben. Oh, das geht jetzt natürlich nicht. Ja, lass es. Carla, es funktioniert nicht. Oh, was soll denn das? Dauern diese Stromausfälle, ey. Es geht schon los. Mir zittern die Hände. Ich krieg keine Luft mehr. Ich muss die Ruhe bewahren. Oh ja. Bloß nicht von der Angst überwältigen lassen. Ja. Das ist ja trotzdem ein bisschen... Das ist ja schon gruselig, wenn dauernd der Strom ausfällt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Also, jetzt schieben wir das hier nach links. Und dann können wir auch das andere Regal noch nach links verschieben. Und dann ist hoffentlich endlich mal die Kassette dabei von unserer lieben Kirsten. Wo wir denn... Die Aktien, wollte ich schon sagen. Wo wir die Akte suchen. Ja, jetzt mache ich wieder... Jetzt denke ich wieder zu weit. Ich muss ja erstmal den nach drüben schieben. Immer schön atmen ein bisschen. Und wieder rüber. Und das nach links verschieben. So. Komm schon, komm schon. Willst du doch auch schnell raus. Also, mach mal hinne. So, jetzt dürfen wir das auch nach links schieben dürfen, bestimmt. Wahrscheinlich war doch klar, dass es im hintersten Regal ist. Was soll das auch sonst sein? So, dann schauen wir doch mal. Na, nehmen wir mal lieber von dem da. Hoffentlich war es die richtige Entscheidung. Da wären die Akten, die mit K beginnen. Jetzt muss ich nur noch auf dem Terminal prüfen, ob das Ja steht. Wahrscheinlich nicht. Und es ist eher immer der Letzte. Oder es ist genau das andere, was ich nicht genommen habe. Ich sehe es schon. Schön gemein sein. Ja, das gefällt mir. So, rein mit der Kassette. Ist es die richtige? Komm schon. Oh ja, schön. Die Datei ist leer. Kein Bericht, keine Beweise, rein gar nichts. Sekunde. Hier steht der Name des die Untersuchung leitenden Kommissars. Mhm. Robert Mitchell. Der Robert Mitchell also. So, und jetzt können wir uns wohl entscheiden, mit wem wir weiterspielen. Und ich würde mal sagen, wir spielen mal wieder mit Lucas Kane in Agathas Haus. Okay. Schön Abwechslung wollen wir haben. Agathas Haus 28.01. und den Rest konnte ich nicht lesen. Aber ihr bestimmt. So, wir sind hier wohl auf irgendeiner Straße. Da sehen wir schon das Haus. Ihr Haus befindet Nummer sich in dieser Straße. 36. Warum also irgendwo anders suchen? Die Nummer 36, also. Das sieht doch mal schon mal voll richtig aus. Da ist es ja. Ja. Das war recht schwer, das zu finden. Oh, und da ist der Rabe schon wieder. Alles klar. Wow. Ja, gut. Also beinahe wäre uns Lucas Kane einfach mal abgekratzt, weil er vors Auto gelaufen ist. Naja gut, klingen wir mal. Hallo? Ist jemand zu Hause? Hallo? Nee, ich glaube, da kommt keiner mehr raus. Vielleicht ist die Tür offen. Tatsächlich. Kein gutes Zeichen. Na, hier sieht's ja auch schon mal super aus. Ist hier jemand? Wurde gerade wieder gespeichert. Scheint wohl die Küche zu sein. Alles recht altmodisch. Alte Teller auf einem Regal. Ich glaube, ich mach gerade mal die Musik ein bisschen leiser noch. War doch ein bisschen laut gerade.
Wenn er so ein bisschen leiser spricht, der liebe Lukas. Er ist immer noch recht laut. Eine alte Spüle. Ich glaube, ich mach's nochmal leiser. Also ich glaube, das ist wirklich viel zu laut. So vielleicht. Versteht man den so? Man versteht ihn zwar, aber doch etwas schwer. Was haben wir denn im Kühlschrank? Nichts Besonderes. Ja, ein Kühlschrank halt, ne? Ich dachte, du machst den mal auf. Naja, jetzt ist es auf jeden Fall besser. Naja, schauen wir uns mal weiter um. Was haben wir denn hier? Wahrscheinlich müssen wir eh... Oha. Okay, was haben wir denn da drin? Das sieht mir aber verdächtig nach Raben aus. Das ist nicht schön. Das finde ich nicht schön. Sind das da in den Käfigen etwa Krähen? Ach, Krähen. Okay, dann waren das ja vielleicht vorher auch schon Krähen, ja. Ich kenne mich da ja nicht so... Ich habe schon freundlichere Haustiere gesehen. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Ich dachte, das wäre ein Rabe. Ja, so schwarzer Rabe passt ja auch zu Toten oder so. Vielleicht war es aber auch eine Krähe. Naja, gut. Interessant. Okay. Keiner zu Hause? Ja, sehr interessante Kameraansicht. Schöne Kamerafahrt. Ja, schauen wir mal, ob jemand hier ist. Wow. Okay. Das Haus wirkt recht gruselig. Oh Gott. Ja. Okay. Kerzenständer, ein altes Zauberbuch. Wie unheimlich. Ja, scheint ja auch eine sehr interessante Dame zu sein. Eine ausgestopfte Krähe. Ja. Nichts, was ich mir in meine Wohnung stellen würde oder in mein Zimmer. Oder in meinen Eingangsbereich oder ähnliches. Ah. Sind Sie Agatha? Warum möchten Sie mit Agatha sprechen? Helfen. Man sagte mir, Sie könne mir helfen. Helfen? Nun ja. Wer hier auf Erden braucht schon keine Hilfe? Man kann auch ohne Augen sehen. Und nun, junger Mann, schieben Sie mich bitte rüber. In Gesellschaft der Vögel kann man sich besser unterhalten. Na dann. Ja gut, schieben wir so mal... dazu sage ich jetzt einfach mal nichts. Ich hoffe, ihr wird nicht schlecht. Naja. Ja. Einfach gegen die Tür gefahren. Was haben wir denn? Ich möchte gerne die Kamera drehen. Ja, genau. Genau so wollte ich sie drehen. Also muss ja Bärenkräfte haben, um sie so den Rollstuhl zu drehen. Jetzt schlagen wir mal so ein bisschen gegen den Tisch noch mit ihr. Wir stoßen auch jede Tür mit ihr auf. Ungefähr so. Bam! Voll dagegen gefahren. Naja, gut. Ärgern wir sie noch ein bisschen. Und jetzt geht's mal zu den Krähen. Ja, da kann man sich total gut unterhalten. Bei dem ganzen Gezwitscher. Vögel sind einmalige Tiere. Sie können ihr ganzes Leben in einem Käfig verbringen und trotzdem noch fröhlich singen. Was führt Sie her, junger Mann? Okay. Sagen Sie, wie sieht Ihr Käfig aus? Besessen. Ich habe jemand umgebracht. Es war, als wäre ich besessen. Ich sah, wie ich es tat, ohne mein Handeln kontrollieren zu können. Klingt eher wie eine einfältige Ausrede. Glauben Sie nicht, Sie sind in Wahrheit einfach nur verrückt geworden? Vision.
Ich hatte eine Vision eines anderen Mannes, der gleichzeitig genau dieselben Bewegungen machte. Und eines Mädchens, das mich um Hilfe bat. Im Schrank liegt ein Säckchen mit Samen. Seien Sie so nett. Füttern Sie bitte meine kleinen Lieblinge. Na gut. Aber was bringt uns das? Was wird sie daraus schließen? Man wird sehen. Nehmen wir die obere oder die untere? Ich würde sagen, wir nehmen die untere. Da haben wir ein Säckchen. Okay, was haben wir in der oberen? Vielleicht haben wir in der oberen hier gar nichts. Ha, da bin ich jetzt aber trotzdem mal neugierig. Tatsache. Habe ich mich von Anfang an richtig entschieden. Ha. Sehr gut. Okay, das Säckchen haben wir jetzt. Dann füttern wir den doch mal. Hier hast du ein paar Körner. Und du, großes Ding da. Du kriegst auch noch ein paar. Los, komm. Na, wo ist es? Da. Nein, nicht du. Nee, egal. So, und jetzt der da hinten. Hallo. Der will wohl gar nichts. Naja, gut. Wir probieren es einfach mal so und wenn dann zum Schluss noch was übrig bleibt, dann können wir es ja nochmal probieren, aber irgendwie kann ich dem kein Futter geben. Okay. Dem haben wir ja schon. Na nu? Haben wir gerade kein Futter mehr? Okay. Okay, gut. Auslöser, Offenbarung, Auslöser. Haben Sie eine Vermutung, was den Kontrollverlust ausgelöst haben könnte? Vielleicht ein Getränk? Ein besonderer Ton oder ein Bild? Irgendwas Ungewöhnliches? Nicht, dass ich wüsste. Ehrlich gesagt erinnere ich mich ab dem Betreten des Restaurants bis zu dem Moment, wo ich wieder zu mir kam, an nichts. Sind Ihnen seitdem vielleicht noch andere seltsame Dinge passiert? Sonderbare Träume oder Visionen? In der Tat. Ja, ich sehe Dinge, als nähme die Wirklichkeit vor meinen Augen schreckliche Formen an. Können Sie Ihre Visionen mit irgendwas Konkretem in Verbindung bringen? Zum Beispiel einem Symbol oder Zeichen, einem Wort? Eine Mache. Als ich wieder Herr meiner Sinne war, nach der Tat, sah ich dieses Symbol in meine Arme geritzt. Eine Schlange. Zwei offene Münder. Oh mein Gott. Okay, das klingt ja super. Was heißt das? Es gibt nur einen Weg, dies zu deuten. Schnell, schieben Sie mich ins Wohnzimmer. Oh, das klingt ja schon mal nicht gut. Wenn die gute Frau... Hallo? Ja, wenn die gute Frau schon anfängt mit... Oh mein Gott. Ja, ja. Das klingt überhaupt nicht gut. Na, da geht's doch raus. Wir wollen doch hier schön in die Kamera laufen, fahren, wie auch immer.